Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten den Casio FX9860 G3 und von dem möchte ich jetzt sozusagen Nullstellen berechnen. Wie funktioniert das? Also ich bin hier wieder im mathematischen Menü, drücke hier auf Option, dann wieder F4 für Kalkulation und jetzt hier Solve N hier hinten. Das ist F5, drücke ich jetzt hier Solve N, N für Nullstellen. So, jetzt tippe ich hier meine Gleichung ein, was ich hier haben möchte. Machen wir mal ein bisschen Sinus. Also 2 mal Sinus von, ja, was nehmen wir? Machen wir einfach mal x, das muss ganz einfach haben. Shift x, dann hier Klammer zu. Haben wir hier auch noch eine Klammer? Nö, brauchen wir nicht. Aber hier hinten brauchen wir natürlich noch ein Komma. Also hier hinter dieser letzten Gleichung sozusagen. Oder beziehungsweise. Wir müssen, nee, da brauchen wir eigentlich gar nichts, da brauchen wir nicht mal. Probieren wir es mal ohne Dings. So, wenn wir jetzt das drücken, dann braucht er ein bisschen. Da müssen hier weitere Lösungen möglich. Warnung, drücken wir Exit. Okay, was sagt er jetzt? Also sagt jetzt hier bei minus 720 Grad, bei minus 500 40 Grad, bei minus 360 Grad, bei minus 180 Grad und jetzt können wir wieder raufgehen. Bei 0, bei 180, bei 360 und das sind ja die klassischen Nullstellen des Sinus. Also so kann man das Ganze berechnen. Muss natürlich jetzt nicht für den Sinus sein, kann auch für eine ganz normale Gleichung sein, wenn man die Nullstellen berechnen muss. Und das ist wirklich eine feine Sache. Also hier braucht man im Vergleich zu dem normalen Solve-Befehl kein ist gleich, da reicht einfach nur der Ausdruck, weil der impliziert dann sozusagen, dass hinten ist gleich 0 steht, was manchmal ein bisschen verwirrend ist. Gut, ja, das war es jetzt zum Video, wie kann ich Nullstellen berechnen mit der Solve-N-Funktion. Hoffe, das Video hat euch gefallen, falls ihr Daumen hoch, und könnt ihr abonnieren, hier geht es weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.